Es hat sich ja doch die Große Koalition ergeben. Inwieweit bist du da involviert? Ich bin nicht direkt in den Verhandlungen beteiligt, sondern wir machen regelmäßig Fraktionssitzungen. Deshalb bin ich im Augenblick auch sehr viel in Berlin unterwegs, wo wir direkt informiert werden, wo wir auch darüber diskutieren, welchen Weg wir gehen können. Von daher, sage ich mal, bin ich über diesen Hintendran-Weg mit involviert. Und jetzt müssen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Die nächsten Tage werden ja entscheidend sein. Also wir hatten ja jetzt die ersten Regionalkonferenzen und am Anfang hat man gemerkt, es war sehr kritisch, dass die Menschen, die da waren, die Genossinnen und Genossen, ich war hier im Bruchsal und nach der Veranstaltung muss man sagen, das war ja mit Sigmar Gabriel das höchste Lob, was ja in der SPD manchmal passieren kann, ist stehender Applaus. Und die Genossinnen und Genossen sind überwiegend aufgestanden, haben Sigmar Gabriel applaudiert. Und damit war das auch so ein Stück Signal, dass er es geschafft hat, mit seinen Argumenten die Menschen auch für sich zu gewinnen und auch glaubwürdig dort zu sein. Ja, also ich sag mal, sie ist dann sinnvoll, wenn dort Punkte geregelt werden und da sind wir auf einem guten Weg, die auch für die Menschen gut sind. Wir sind im Wahlkampf und ich persönlich ja auch mit ein paar ganz klaren Zielen reingegangen. Also ich denke an die Debatte Mindestlohn, ich denke an die Debatte Leiharbeit, Werkverträge, aber auch Rente. Und wenn es uns dort gelingt, in diesen Koalitionsvertrag etwas hineinzubringen, dann ist es sinnvoll. Also es gibt ja schon ein paar konkrete, wenn man das etwas genauer auch mal nachliest. Ich meine, manchmal in den Medien kommen ja immer nur kurze Bruchstücke raus. Wenn man die Papiere und die ersten Entwürfe liest, gibt es natürlich schon Konkretes. Richtig ist auch, es gibt noch Dinge mit einem F hinten dran, sage ich immer, Finanzierungsvorbehalt. Wir werden unseren Mitgliedern ja nun den kompletten Koalitionsvertrag vorlegen. Also es gibt ja ein Ergebnis. Und da kann man dann sagen, wollen wir oder wollen wir nicht? Und ich persönlich sage auch, ich möchte da ja Konkretes drin stehen haben. Also mit einem F überall hinten dran würde es auch mit mir nicht funktionieren. Weil das würde bedeuten, dass wir 4 Jahre lang dann immer erklärt kriegen und erklären müssten vielleicht sogar selber unseren Wählern, warum es aus finanziellen Gründen nicht geht. Und das, sage ich mal, geht mit mir auch nicht. Jeder in der SPD trägt dann die gleiche Verantwortung. Jeder in der SPD muss dann so handeln, wie der Vorsitzende handeln würde. Die ganze Verantwortung liegt dann bei jedem einzelnen SPD-Mitglied. Nein, er hat, also in der Frage hat er recht. Wir haben mit unserer Entscheidung, die Mitglieder abstimmen zu lassen, den Mitgliedern auch ein Stück Verantwortung gegeben. Und das ist auch richtig so. Und wir müssen auch auf diesem Weg weitermachen. Das haben wir in Baden-Württemberg als SPD ja schon öfter praktiziert. Und deshalb tragen selbstverständlich die Mitglieder auch Verantwortung dafür, wollen wir in eine große Koalition. Und ich finde, auch in der Zukunft werden wir, das werden wir auch machen, werden wir die Mitglieder auch mehr beteiligen müssen und Verantwortung geben müssen für politische Entscheidungen. Wir haben es doch praktiziert. Ich meine, hier in Baden-Württemberg haben wir schon Mitgliederabstimmungen durchgeführt. Das ist ja nichts Neues für uns Baden-Württemberg. Und so ein Koalitionsvertrag, der ja immens wichtig ist, auch für die nächsten 4 Jahre gegebenenfalls, dass wir sagen, wir wollen, dass unsere Mitglieder darüber diskutieren, dass sie mitentscheiden können und sagen wollen, ja, wollen wir oder nicht. Und nicht nur, jetzt sage ich mal, 70 oder vielleicht noch weniger Menschen. Das ist der richtige Weg. Wir machen es hier im Wahlkreis auch. Wir werden noch zusätzlich zu den ja jetzt schon stattgefundenen Veranstaltungen weitere 2 Veranstaltungen machen im Süden und hier im Norden, weil ich schon sage, wir müssen den Mitgliedern klar und deutlich sagen, was da drin steht und dann sollen sie auch ehrlich entscheiden.